Ich glaube, es ist fertig. Unser Asteroiden-Nachhausebegleiterchen. Was war das gerade für ein Geflacker? Ich weiß es nicht. Das Aufnahmeprogramm läuft noch. Ich glaube, ist noch alles in Ordnung. Es ist fertig. Und zwar, ich habe es noch größer, noch bombastischer gemacht. Da sind jetzt irrsinnige Raketen außen dran. Es sind jetzt außer... Es waren vorher 4 Triebwerke dran. Es sind jetzt 6 Asteroidentriebwerke dran. 6 mit jeweils, ich glaube, 10 Atomtriebwerken. Also im Prinzip 60 Atomtriebwerke. Das Ding hat einen Wumms. Also dann weiß ich auch nicht. Wenn wir den Asteroiden damit nicht aus der Umlaufbahn bekommen, dann kriegen wir ihn gar nicht rein. Was ich noch zusätzlich angebaut habe, wie gesagt, ich habe die Rakete noch größer gebaut, die untere Zusatzrakete. Ich habe, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch, ich habe noch Folgendes gemacht. Ich habe am oberen Teil noch einen Decoupler dran gebracht und ein paar Reaction Wheels und ein bisschen RCS, damit ich dieses Ding auch noch an den Asteroiden mupfen kann. Hier oben ist auch noch ein hier oben ist auch noch eine Greifklaue dran, damit ich hier auch noch ein bisschen Steuerung an dem Asteroiden dran habe. Ich weiß nämlich nicht, ob wie viele Reaction Wheels haben wir insgesamt im Moment. 1, 2, wir haben insgesamt 6, das heißt 12, das heißt 13, 14, 15, 16 Reaction Wheels. Ob das reicht, um den Asteroiden zu drehen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Es muss ja nur langsam gehen, aber es muss irgendwie gehen, wir müssen ihn irgendwie schwenken können. So, also das haben wir da auch noch angebracht, hier ist noch ein Decoupler dran, wie gesagt, der kann das Ding hier abmupfen. Das dient dann noch als Reaction Wheel. Zusatzstation, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll. So, ansonsten habe ich, achso, ich habe hier noch so ein paar kleine Booster angebracht, die die Dinger zur Seite wegdrücken, wenn die abgetrennt werden, damit die hier nicht mit unserem Raumschiff kollidieren. Und jetzt würde ich mal sagen, probieren wir die ganze Geschichte mal aus, oder? Wir gucken noch mal ganz kurz hier durch. Wir haben hier 1,5 Delta V, dann haben wir hier noch 2, das sind werden insgesamt 3,6 Delta V, dann haben wir hier noch 1,9 Delta V. Also ich hoffe, dass wir mit 1,9 oben im All ankommen und dass wir dann noch 1,9 haben, um unseren Asteroiden aufzusuchen. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Den haben wir alles drinne. Naja, die ganz harten, würde ich mal sagen. Warum ist denn Jebediah hier mit einem Stern wieder drin? Wer ist mir wahrscheinlich irgendwann verreckt? Wer weiß das schon? Vielleicht bei den... Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir probieren es aus. Komm, go. Haben wir das Staging drinne? Ja. Ich guck mal, ob wir da einen Asteroiden bekommen. Ich kümmere mich erstmal gar nicht darum, dass wir ihn suchen, sondern ich fliege erstmal ins All und dann gucken wir weiter. So, wir throtteln hoch. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was kostet das ganze Ding. Ich glaube 2,5 Millionen irgendwas. Ich würde sagen 3, 2, 1. Oh Gott, hebt das Ding langsam ab. Ruf mit dir, mein Dicker. Ja. Ruf, habe ich gesagt. Guckt euch diesen Atompilz an, wenn ich das mal so sagen darf. Danach brauchen die ein neues Landepad. Wunderbar. Und das ist jetzt, das läuft jetzt nicht langsamer ab, weil wir hier in der Physiksimulation an die Grenze kommen, sondern das läuft langsamer ab, weil die Kiste halt langsam ist. Meine Güte. So, ruf nach oben mit dir, meine Dicke. Fliesch. Will ich fliegen sehen. So bei 5000 fange ich an, ein kleines bisschen einzukippen. Aber erst bei 5000. 100 Meter die Sekunde ist ja schon mal gar nicht mal schlecht. Im Moment fliegt das Ding noch, wo es hin soll. So, im Prinzip können wir jetzt schon ein bisschen kippen. Ich kippe mal schon ein bisschen. So, dahin. So, komm, kipp. So, noch ein bisschen, komm. Wir haben so viel Speed drauf hier. 250 haben wir schon drauf. Dass wir schon durchaus ein bisschen die ganze Geschichte kippen müssen. Vor allem müssen wir gleich schon abwerfen, so wie ich das sehe.
Weg, 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 weg. Ja, ist alles gut. Hui. Schön. So, komm, mein Gutes da. Was haben wir drauf? 22.000. Sehr schön, sehr schön. Sieht alles fein aus. Im Moment jedenfalls noch. Wir sind, glaube ich, wir sind schon etwas zu... Naja, wir sind noch nicht ganz oben. Alles gut. Fliesch, mein Bester. Fliesch. Ja, genau dahin. Was haben wir da? 63, 64. Sieht gut aus. Ja. Da haben wir angeblich noch 2000 Delta V. Das sehe ich noch nicht. Umlaufbahn 1000 Meter die Sekunde. Ja, das könnte knapp werden. 84. Da gehen wir mal ganz kurz raus und setzen mal hier den Manöverpunkt. So. So. Ja, ja, oder so. So, was haben wir da? Dann haben wir da 88 zu, was stand da gerade? 51? Nein, 91. Sehr cool. Was müssen wir da brennen? Was habe ich da gerade gemacht? Also im Prinzip müssen wir jetzt schon brennen. Go. Fliegt mein Gutes da und wie es aussieht, werden wir ein wenig von dem hier wegbrennen müssen, von den 2000. Fliesch. Ich hab so ein bisschen das Auge hier drauf. Zeit noch 1,23 und wir trennen das Haupttriebwerk ab. Schüssi, so, und den Rest fliegen wir so. Noch 200 müssen wir wegbrennen. Wie viel haben wir noch drin? Ja, das heißt 1,8 haben wir dann noch. Wir können mal ganz kurz hier ausschalten, dann stellen wir mal hier hin und sagen wir mal, hierhin bitte nochmal das Manöver. Warte mal, also gucken. Ich bin verwirrt. Moment, Manöver weg. Manöver hinzufügen. Da war er. So, da haben wir dann 100 zu 107. Das sieht besser aus. Ausrichten. In 2 Minuten, 30 Sekunden müssen wir brennen, das sieht gut aus. Jetzt könnten wir die Solarzellen ausklappen oder wir lassen es. Wir brauchen eigentlich, wir haben so viel, wir haben glaube ich genug Batterien, dass das sich ausgehen müsste. Wir können aber hier, naja, so viel Batterien haben wir gar nicht. Und was wir aber auf jeden Fall mal machen können, ist Antenne ausfahren und zwar bei allen. So. Ja. Und was habe ich gesagt? 30 Sekunden muss ich brennen, ne? Ja. Alles gut. Antenne ausfahren und Antenne ausfahren. So. Antennen sind raus. Ich hätte vielleicht noch irgendwo andere Solarzellen anbringen sollen. Habe ich nicht gemacht. Ist egal. Naja, egal ist das nicht. Wir fahren sie gleich nochmal. Was müssen wir nochmal brennen? 210. Müssen wir wegbrennen, dann haben wir noch 1,7 irgendwas. Ja, das müsste reichen. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns einen Asteroiden einfangen, sonst kriegen wir ein Problem. Ich hoffe, der Sprit reicht von dem Ding. Wenn nicht, müssen die so zum Asteroiden fliegen. Das könnten die auch. Aber dann kann der halt nicht mit. Schubzeit, jetzt. Fliesch, mein Bester. Da muss er ganz schön schieben.
Aber es wird gehen. Ja, 1,7 werden wir noch circa haben. Und dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie wir das... Also wir werden uns einen Asteroiden, einen E-Asteroiden suchen müssen, der relativ günstig an Kerbin vorbeifliegt. Eventuell, wenn wir da ein bisschen in den Zeitvorlauf gehen müssen. So, müsste reichen. Lass gucken. Haben wir da was Zirkulares? 106 zu 108. Ich würde mal sagen, perfekto mento. So, damit uns hier doch nicht der Dings ausgeht, klappen wir das mal aus. So, das sieht halt nicht schön aus, aber es sieht halt irgendwie aus. Komm, hier klappt das auch mal aus. Ausfahren. So, und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir das auch mal. Zwei müssten eigentlich reichen. Wir dürfen nur nicht vergessen, die nachher wieder einzuklappen. Weil die reißen dann sonst beim... hoppala, ans Mikrofon gescheppert. Sie reißen sonst ab. Nochmal ans Mikrofon gescheppert. Sehr gut. So, die Kiste fliegt. SAS können wir ausmachen. Den drei Kirby-Nauten geht's gut. So, jetzt ist die Frage, welchen, wo, weshalb, was haben wir denn da so? Was haben wir denn da? Da haben wir zum Beispiel ein... Wie haben wir denn da einen... Was mich jetzt persönlich irritiert, irgendwie konnte man doch da die Bahn anzeigen lassen. Das interessiert mich jetzt gerade mal maßlos, wie das funktioniert. Lass mal kurz gucken, was haben wir da? Information. Klassenbeschreibung. Ja, aber wie ist die Bahn? Keine Situationsdaten. Warum nicht? Müssen wir dazu was hochballern? Ich bin mir da nicht sicher. Wir gehen mal kurz in die Ortungsstation. Brauchen wir da ein spezielles Instrument für, damit wir die Bahn sehen können? Oder wie sieht das aus? Warte mal, vielleicht müssen wir auch irgendwas upgraden noch. Ich gucke nochmal nach kurz. Hoppala, das wollte ich nicht. Nochmal raus. Wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht. Da haben wir das höchste... Verfolgung unbewohnter Objekte. Haben wir ja. Machen wir ja quasi. Eingabe. Was können wir denn da? Keine Reparaturen vonnöten. Was ist denn Eingabe? Ach so, Eingabe heißt einfach reingehen. Alles klar. Wie kriegen wir die angezeigt? Das ist die Frage. Unbekannte Objekte einblenden, ausblenden. Zum Beispiel der hier. Der muss doch irgendwie angezeigt werden können. Ist mir relativ unklar, wie das funktioniert. Asteroiden fliegen. Hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch schon mal so eine Bahn gesehen. So. Oder werden die uns erst angezeigt, wenn es soweit ist? C ist uns eh zu klein. C ist uns auch zu klein. B ist uns auch zu klein. Wo sind die E's? A's, B's. Wir haben keine E's. Was ist das für eine Luschigkeit hier? Okay. Ich gehe mal in den Zeitvorlauf. Pass auf, wir machen einen Schnellspeicher. Moment. Schnellspeichern ging so. Zack, Schnellspeichern. Jetzt gehen wir mal in den Zeitvorlauf. Gehen wir an die Ortungsstation. Irgendwann wurden uns die Bahnkurven von diesen Asteroiden angezeigt. Ich weiß nur nicht mehr wann. Ist mir halt ein bisschen unklar. Ich glaube erst, wenn wir hier... So, die bewegen sich weg, glaube ich. Bewegt sich gar nichts weg.
Die kommen ein bisschen näher ran. Da kommen welche. So, was ist mit dem da? Nee, auch nicht. Warte mal. Der ist auch zu weit weg. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da kommt einer an, der könnte treffen, aber jetzt ist der schon wieder weg. Ich habe so den Verdacht, weil wir zu schnell im Zeitvorlauf sind, werden uns die nicht mehr angezeigt. So, da kommt einer angeschissen. Da ist auch einer. Die wurden so ganz kurz angezeigt, ne? So ganz kurz war er mal kurz dabei und dann war er wieder weg. D groß. Wir brauchen aber ein E. B. E. Wohin fliegt der hier? Fliegen wir drauf zu? Fliegen wir nicht drauf zu? So, da ist auf jeden Fall irgendwas, was da ziemlich dicht dran ist, aber es ist halt auch trotzdem noch. Ich guck mir den mal an hier. Fliegt der jetzt auf uns zu? Nein. Der ist auch wieder weg. Bin verwirrt, wie wir die jetzt in die Anzeige bekommen. Da sind zwar zwei, aber... Unbekanntes Objekt, das ist D, das ist C, das ist auch C, C, E. Warte mal, da ist jetzt einer sehr weit weg. Kommen uns aber auch alle nicht zu nah, ne? Da kommt auch nichts, was da irgendwie. Die sind sofort immer alle wieder weg. Warte mal, ich lade nochmal neu. Ich wollte eigentlich nochmal neu laden und hier nochmal kurz laden hier, komm. Wie kriegen wir die ins Visier? Das ist so mein Problem. In Ordnungsstation anzeigen. So. Da wird uns aber auch nicht gesagt, wo der hinfliegt. Können wir uns auf den Kopf stellen. Was haben wir denn hier noch so? Komnetz. Da können wir die höchstens ein- und ausblenden. Da können wir auch nichts machen hier. Was ist das hier? Da ist auch nichts zu machen. Wie kriegen wir die angezeigt? Ich guck mal ganz kurz. Also ich hab so einen üblen Verdacht, dass wir das Ding vielleicht scannen müssen. Ich guck mal hier rein kurz. Dann gucken wir uns mal hier so ein paar. Dann müssen wir mal ganz kurz
Sonde nach oben schießen. Verwendet Infrarotlicht, um Himmelskörper, wie erst so ihn zu erkennen, die Körper gefährlich werden können. Müssen wir so ein Ding hochschießen? Kann natürlich sein. Thermometer brauchen wir nicht. Komm, dann schießen wir mal ganz kurz. Das kann natürlich sein, dass wir da was hochballern müssen. Wobei ich der Meinung war, wir hätten sowas schon hochgeballert. Aber wir ballern mal so ein Ding hoch. Und zwar reicht uns da ja so eine ganze... Wie viel Geld habe ich denn noch? Ah, 3,7. Wir ballern mal kurz so ein Ding hoch. So. Und da reicht ja wirklich, das Allerbilligste. Das Ding muss ja wirklich nur nach oben. Gott, ist das Ding so groß. Ist egal, ist groß genug. So, das ist unser Asteroiden-Sentinel-Infrarot-Teleskop. Ja, das ballern wir jetzt mal nach oben. Und zwar, da musst du dir ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf machen. Das ist ein Flüssigtreibstoff. Haben wir sowas auch in sinnvoll? Da. So. Kleine Engine dran. Wenn ich so finde. Muss ja wirklich nur eine kleine sein. So eine Puh hier, sowas vielleicht. Eine Funke. Vielleicht ist Funke aber auch etwas klein. Nicht eine Pudel. Wie hieß denn das? Dieser kleine... Ist das das? Nee, das ist definitiv nicht. Da, sowas hier. So, komm hoch, mein Kleiner. Und dann setzen wir dann die Kappler drunter. Hoppala, jetzt bin ich aus dem Spiel getappt. Schwuppdiwupp, bin ich wieder da. Die Kappler brauchen wir. Das ist eine Nummer zu groß. Nehmen wir das. So, jetzt eine... Der muss ja wirklich nicht viel haben, oder? Bin mir aber auch nicht sicher, warum wir die Asteroiden nicht sehen. Also ich kann mich nur damals dran erinnern, da haben wir... Was heißt wir? Doch, eigentlich schon wir. Da haben wir das Ding halt... Haben wir das Ding einfach anvisiert und angeflogen. Aber da hab ich die Bahn gesehen. Warum ich die Bahn jetzt nicht sehe, ist mir unklar. Ist das Gegimbelte oder ist das nicht gegimbelt? Ohne Extras. Traversenbefestigung. Elektrischer Strom. Triebwerk. Wo steht, ob das Ding gegimbelt ist oder nicht? Die deutschen Übersetzungen sind auch furchtbar. Ich glaube, das war der hier. Bin mir nicht sicher. Bist du gegimbelt? Kardanring ist er. So, lass gucken. Da drauf. So, der hat 1,4, dann hat der nochmal 900 und dann können wir da eine kleine Engine drunter packen. Die ist wahrscheinlich viel zu groß, aber das ist egal, dann können wir zumindest in einen etwas größeren Orbit fliegen. Schwupps, das Ding ist echt zu groß, ne? Ist echt zu groß. Ach Quatsch, ist nicht zu groß. Ja, wo haben wir das Ding? Jetzt macht er hier schnell, schnell, weißt du? Schnell, schnell macht er jetzt. Weil er jetzt natürlich unbedingt da hoch will. Ist das okay? Ja, das ist okay. Können wir gleich nochmal so ein Ding runterhauen. It's too big, it's too big. No, it's not too big. It has the absolute right proportionen. Nee, das war definitiv der falsche. Autark. Ja, autark ist immer gut. So, jetzt haben wir das. Und jetzt machen wir hier noch ein paar... Völlig überpowered. Ja. Warte. Warte mal, davon brauchen wir wie viel? 3.
So, sieht das gut aus? Nee, das sieht nicht gut aus. So machen wir das. Und dann kommen wir vielleicht noch hier so einen kleinen Tank noch oben drauf. Und dann haben wir ihn aber zu groß gebaut. Bisschen zu groß ist immer gut. Wo ist unsere? Da. So, lass mal gucken. Wenn die zuerst starten, die startet, erst starten die, dann fliegen die irgendwann ab. Keine Ahnung, warum wir da keine Anzeige drin haben, aber wir haben halt keine drin. Irgendwann fliegen die ab. Ne? Das machen wir hier jetzt so. Warte mal. Zack, dahin so. Jetzt haben wir da nämlich eine Anzeige drin. 1,3, 1,8. Dann haben wir da noch ein bisschen was. Und dann, Moment, was haben wir hier? Dann haben wir da noch was und da noch was. Alles gut. So. Sieht das gut aus? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Jetzt machen wir noch ein paar Struts dran und dann hat sich die Geschichte, dann kostet die 25.000. Die ist viel zu groß, die Rakete. Aber das war jetzt mal schnell, schnell. So. Also eigentlich müssten wir die eher so bauen, damit sie etwas stabiler ist. Und eigentlich bräuchte die noch so einen Kardanring, aber nicht einen Kardanring, einen Fairing. Kardanring. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. So. Ey, ihr blöden Viecher! Und zwar rede ich jetzt gerade mit meinen Katzen, die bringen sich gerade gegenseitig um. So. Hau das hin. Ich guck mal ganz kurz, wie das mit Meereshöhe ist. Mit Meereshöhe hat das 1,34. Wunderbar. Das hat 1300. Das haut die Kiste nach oben. Das Ding hier hat auf Meereshöhe 1,09, das reicht auch, vor allem weil wir dann ja gar nicht mehr auf Meereshöhe sind und der Rest schafft das sowieso. So, ich würde sagen, halt, bevor wir, wir brauchen ja ein paar Solarzellen. 1x6, 2x3, so, die kommen da hier außen ran und zwar 3 brauchen wir nicht, oder? 2, so, und dann brauchen wir noch ein paar Batterien. So, auch noch 2. So. Batterien haben wir, Lenkung haben wir. Rest ist uns Wumpe. Haben wir Lenkung? Bin mir nicht sicher. Deswegen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Ding Lenkung hat. Mupf. Mupf. So. Eine Antenne. Mann, du alter Schlenz. Eine Antenne brauchen wir auch. Da reicht uns aber die hier, und zwar dicke. Und zwar brauchen wir da auch nur eine. Kann hier hinten drauf packen, das würde so geil aussehen. So. Antenne, 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 Antenne. Jetzt sind wir aber fertig, ne? Asteroiden Detektor. Eigentlich brauchen wir das Ding gar nicht, oder? Ich war der Meinung, wir brauchen es nicht. Egal, ich muss dann, wenn es sein muss, muss ich dann halt rauskriegen, wie das funktioniert. Speichern. Funktioniert das? Probier das mal aus. Immer dieses schnell, schnell vom Fleck. Vor allem steht das Ding jetzt, glaube ich, ganz blöd auf einer. Ja, egal. So, und. Huhu. Das Ding können wir, glaube ich, sofort einkippen, oder? Es wird nur etwas instabil, fürchte ich, wenn. Naja. Demnächst. Es wird gleich etwas instabil. So, schön fliegen, mein Gutes da. Ruf da. Bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen, das Ding. Wahrscheinlich habe ich auch einfach nur den falschen Knopf, also den Knopf nicht richtig gefunden. Ah! Ein Flecksalto. Huhuhu. Ein Flecksalto. Ah, noch ein Flecksalto. Ein Flecksalto. Flieg. Hör auf damit. Wir hätten uns ein paar. Nein.
Hör auf damit. Mann. Flugzeugsitz. Ein Flexsalto. Wartet. Moment. Tup. Wo ist das Ding? Ich fliege das Ding noch nach oben. Ist mir vollkommen Wumpe. 1, 2, 3. So, da unten eine. Und wo noch? Damit wir wirklich hier ein Flexsalto, wie er lebt und lebt. Speichern, fliegen. Furchtbar. Kann man gar keinem erzählen. Wie viele Folgen hast du? Wie viele Folgen KSP hast du aufgenommen? Ne, nur 50. Es waren nur 50. Von mehr weiß ich nicht. Falls jemand das hier sieht, ich bin Anfänger. Ihr müsst mir alles verzeihen, ich bin Anfänger. Wow, wow. Benimmst dich auch so, mein Freund. Benimmst dich auch so. Jetzt flieg gefälligst dahin, wo der Pfeffer wächst. Sie ist nicht so sonderlich stabil, ne? Nein, nein. So, wo sind wir? Kipp weiter ein, komm. Wie ein großer. So, weiter kippen. Hui, fliegt sie noch? Ja, fliegt noch. Wann haben wir? Da haben wir auch noch mal 1,8. Da haben wir noch mal 3,5. Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Werte kommst. Du hast das Ding kann nach Duna fliegen. Sonst wohin kann es fliegen? So, kann das sein, dass ich die ungegimbelten verwendet habe? Das kann durchaus sein. Ruf da. Wo fliegen wir hin? Sonst wohin. Nur nicht dahin, wo wir hinwollen. So, ich kipp noch ein bisschen runter. Was war da? 50 Meter die Sekunde haben wir gerade drauf. Furchtbar. Das Ding können wir in eine lockere Duna-Umlaufbahn bringen. Eine ganz lockere Duna-Umlaufbahn. Nicht Duna. Ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir da? Das ist egal, das ist egal. Okay, da können wir mal ganz kurz ausmachen. Sagt er. So, raus. Und wenn wir dadurch die Asteroidenbahn nicht sehen, dann müsst ihr mir mal sagen, wie man die sieht, weil ich war immer der Meinung, man kann die einstellen. Ach, das kann ich dahin nicht lenken. Was haben wir? 1,52, Schubzeit 20 Sekunden, okay, kriegen wir hin. Schwenk, lenk. So, da hältst du dich bitte, danke. Wir gehen kurz in den Zeitvorlauf. 20 Sekunden vorher müssen wir. So, im Prinzip jetzt. 'Flieg, mein Bester. Das müssen wir gleich abtrennen. Dann wird die ganze Sache wieder etwas lenkbarer. Und dann gucken wir mal, ob dieses Ding irgendwas... Fupp. Ob das Ding irgendwas gerissen kriegt. Kann man da irgendwas machen? Protokollieren, Objektverfolgung starten. Ja, wir gehen dann gleich in die Objektverfolgung.
Kann aber auch sein, dass wir an einem größeren Orbit fliegen müssen. Sind dann noch etwas dicht an Körben dran. So, das reicht uns erstmal. Jetzt gucken wir mal ganz grob, ob wir einen Orbit haben. 117 zu, ja. Was ist, wenn wir jetzt was ist denn protokollieren? Objektverfolgung. Muss auf einer Sonnenumlaufbahn aktiviert werden. Ach, du ahnst es nicht. Okay, wir müssen es quasi in die Nähe von Körben bringen. Wunderbar. Das machen wir beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Sollte ich was falsch machen, könnt ihr mir das gerne sagen. Sonnenumlaufbahn kriegen wir mit dem Triebwerk locker hin. Ich will halt einen von diesen Asteroiden als Bahnverfolgung haben, damit ich sehe, wo das Ding hinfliegt. Und im Moment sehen wir ja gar nicht, wo die Dinger hinfliegen. Wie auch immer, bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!